So, nach dem Endscreen, den offiziellen, geht's hier weiter mit Kacke. Die Kacke stinkt. Ah, habt ihr das gesehen? Ich habe ihn angeschaut, dann ist er umgekippt. Scheiße, Evi-Ben, ey. Gehen wir zum Angriff kotzen. So. Kann mir mal einer erklären, ich sehe es mittlerweile überall, was diese Regenbogen... Die Diebin entdeckt. Was diese Regenbogenbilder zu tun haben. Chance auf Crit. Ich kann meine Regeneration nicht finden. Ach, da ist die. Naja, das geht eigentlich so im Moment. Ne, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich sehe es überall. Und es kotzt mich an. Ich habe nur irgendwas gelesen von der Bewegung in den USA und seitdem macht das irgendwie jeder Depp hier. Ich bin sowieso irgendwie gegen die ganze Geschichte mit... Das ist genau das gleiche mit der Ice Bucket Challenge. Wo wir rausgefunden... Aua, Schmerz, ist auch laut. Wo herausgekommen ist, dass der Initiator oder Initiatorin, keine Ahnung, viel mehr mit dem Geld gemacht hatte, also andere Dinge, als überhaupt geholfen. Das Geld ging ganz woanders hin. Ja, und ich bin echt gegen diese, gegen solchen Kram. Man muss nicht immer alles das machen, was die anderen machen. Das ist vollkommener Humpitz. Was sind der für ein Leuchtfeuer? Hat der ein Laserschwert? Sieht ja geil aus. Eine Schande, dass ich nicht an 5 Orten gleichzeitig sein kann. Das ist richtig. Ich werde mich mit dem Rest der Mannschaft treffen, sobald meine Aufgaben erfüllt sind. Wollt ihr es denn Maromer so schnell heimzahlen? Das könnte man sagen. Ich möchte die Segelboote der Maorma anzünden. Das sollte es für sie schwierig machen, andere Schiffe in Not anzugreifen. Es ist schwer, sich an jemanden heranzuschleichen, wenn man rudern muss. Interessiert daran, ein paar Feuer zu legen? Sicher. Ich kann helfen. Zündet die Segelboote der Maorma an. Die Ruderboote sind für unsere Flotte keine Gefahr. Mit denen können wir uns Zeit lassen. Haltet nach mir auf dem Hügel über dem Wrack unseres Schiffs Ausschau, sobald ihr fertig seid. Ich werde an meinem liebsten Aussichtspunkt sein. Ihr könnt ihn nicht verpassen. So, welcher Wichser hat das gerade gemacht? Ich treffe euch, sobald ich fertig bin. Scheiß Vampire. Wurde heute gefragt, wie soll ich das ausdrücken? Ich wurde heute gefragt, ob ich es in Betracht zöge, mich von Vampirismus oder Lykantropie, also Werwolf, infizieren zu lassen. Sagen wir es mal so. Wenn ihr 5 Tage mit mir warten wollt, also 5 Tage, dann können wir es gerne mal in Betracht ziehen. Und nein, wenn, dann will ich das richtig zeigen. Also sprich, die mit so einem infizierten Viech da, was da rumläuft. Und das dann halt, das Ganze dann so seinen Lauf nimmt. So, und das erkläre ich jetzt nochmal ganz in Ruhe. Diese Viecher, die hier rumlaufen, die infiziert sind. Jetzt geht der Dolmos. Ist zum Glück ganz leise. Die sind erstens richtig selten. Das heißt, die zu finden ist schon schwer. Dann suchen 20.000 andere Leute danach. Und, das ist das zweitens. Und drittens spawnen die auch nur an bestimmten Mondzyklen. Das heißt, ich glaube, der
Der Werwolf, das ist schön, dass ihn gerade einer kaputt macht. Der Werwolf zum Beispiel spawnt nur am Vollmond. Der Vampir jedoch am Neumond, also Null-Status, das ist mondlos. Das heißt, den zu finden ist schon mal ziemlich schwierig. Gerade weil oben links sieht man das so ganz bisschen, weil der Mondzyklus sehr schwer einzustellen ist, finde ich. Den muss man manuell einstellen. Das heißt, man hat keine automatisierte Möglichkeit. Und das ist doof. Das ist richtig, richtig doof. Für mich ist es... Ich habe das schon mal probiert. Ich habe dann gewartet an einer Stelle und dann im Chat ging es auch richtig ab. Und es war anscheinend der richtige Zeitpunkt, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe den Werwolf oder Vampir nicht gefunden. Du musst dann auch in ein bestimmtes Level sein, also sprich in ein bestimmtes Gebiet, das heißt in Glen Obra, wenn sie gar nicht erst auftauchen. Oder Auridon, je nachdem welches Land man spielt. Oder Steinfälle. Ne, und wenn die Spiele da sind, es gibt ja so viele Tipps, ja, da musst du das und das machen und dann so und so. Leute, es nützt nichts, wenn da 20.000 Spieler da rumlaufen. Es brauchen ja nur 5 Spieler sein, die auf einen Vampir oder Werwolf warten und die Verspotten haben als Fähigkeit. Weil das Viech muss ja auf dich aufmerksam werden, das muss dich ja angreifen. Und ich glaube, es kann tatsächlich nur einen infizieren und das war's. Also für mich rentiert sich das nicht, es sei denn, ihr habt Bock 5 Tage lang... Also 5 Tage Folgen, das sind so bestimmt 20, 30 Folgen zu warten. Auf den richtigen Moment, da gibt es garantiert auch Fehlfolgen. Und nee. Folgen mit null Fortschritt habe ich schon genug. Nämlich die Folgen, die wir ja wieder zurücklaufen. Das sieht auch gut aus. Ich hoffe, die bleibt da. Ah, der süße Geruch von brennenden Maorma-Booten. Mir gefällt das Aroma ganz gut. Da ihr hier seid, darf ich annehmen, dass ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Das Segelboot brennen. Die Segelboote brennen. Gut. Ich habe ein paar der Ruderboote selbst angezündet. Gute Arbeit. Aber lasst euch das bloß nicht zu Kopf steigen. Die Maorma werden eine Weile brauchen, um sich zu erholen. Aber sie werden sich erholen. Wir müssen wachsam bleiben. Gut, Quest abschließen. Das war die Schiffe der Maorma. Naja, also mit anderen Worten, da entscheide ich nicht. Und sage, nein, das werde ich nicht machen. Weil sich das einfach nicht rentiert. Es gibt, soweit ich weiß, für den Werwolf und Vampir, da gibt es eine kleine zusätzliche Questrichtung. Das heißt, man kann da bestimmte Questläufe abgehen. Aber ich glaube, die sind nicht allzu groß. Also ich rechne nicht damit, dass sie sehr weit gehen werden. Mit anderen Worten, wir haben keinen Mehrwert dadurch. Zudem würde sich, wenn ich das mit Vampirismus mache, sich das Aussehen des Charakters gravierend verändern, also richtig verändern. Wir sind tatsächlich in der Hülle. Ist auch interessant. Es beginnt die Sonne so ein bisschen unterzugehen und das scheint dann in mein Büro rein. Das ist sehr, sehr toll. Das blendet mich gleich. Der erste Madvalion hat gesagt, dass ihr euch hier mit mir treffen würdet. Womit habt ihr es zu tun? Mit der Erzzauberin und ein paar anderen ein Stück den Weg dort vor uns hinunter. Mit eurer Hilfe sollten wir sie mühelos beseitigen können. Die Zauberin bündelt Energie in eine Animus-Geode, die mit dem Kapitän verbunden ist. Ich hörte sie etwas über Erinnerungen erzählen. Erinnerungen? Ja, ich fürchte, die Erzzauberin setzt die Animus-Geode ein, um ihren Opfern die Erinnerungen zu rauben. Wenn das der Fall ist... müssen wir die Animus-Geode vernichten, bevor der Kapitän ihrer Wirkung erliegt. Schön, mein rechtes Auge wird gerade voll geblendet. Dann müssen wir schnell handeln. Folgt mir. Meine Klingen stehen zu euren Diensten. Geht voran. Ich wandere gerade mit den ganzen
Setup hier nach links. Tötet Erzzauberin Samet. Aua. Es ist unglaublich im Herbst. Ich stehe euch zur Verfügung. Dir wollte ich gar nicht sprechen. Ah, da ist sie auch. Ihr könnt nicht widerstehen. Rennen die hin? Pff, 7 Gold. Eine Animus-Geode. Rums. Ich habe noch nie solchen Schmerz gespürt. Oh. Die Maoma sind wenig besser als Tiere. Was war denn das? Geht es euch gut? Ich glaube schon. Durch die Zerstörung der Animus-Geode habe ich all meine Erinnerungen und mein ganzes Selbst auf einen Schlag zurückgewonnen. Bis zu eurer Ankunft dachte ich, meine Mannschaft sei verloren und unsere Geheimnisse wären enthüllt. Sie haben es aber nicht in die Finger bekommen, oder? Das Manifest. Es wurde ein für alle Mal vernichtet und der erste Magvalion soll inzwischen beim Höhlenausgang sein. Gaukelt mir mein Verstand etwas vor? Ihr sagt, der erste Magvalion hätte überlebt? Ich habe den ersten Magvalion oder einen Teil eurer Mannschaft gerettet. Sie leben noch? Was für eine Erleichterung. Ich sah, dass sie tot waren, zerschmettert, alles am Ende. Diese Zauberin hat mich mit solch schrecklichen Visionen gequält. Aber sie sind in Sicherheit, dank euch. Bitte geht voran. Bringt mich weg von diesem Ort. Ich werde euch folgen, wenn auch langsam. Hier entlang der Ausgang im Süden sollte sicher sein. Sollte. Sollte heißt nicht immer ist. Wir laufen 2 NSCs hinterher. Ist auch interessant. Hatten wir auch noch nie. Highlight. So wenige. Aber es ist gut, sie endlich wiederzusehen. Könnt ihr es von hier aus alleine schaffen? Mit dieser Gruppe? Auf jeden Fall. Wir werden uns auf dem Landwege nach Vulgvasten durchschlagen. Ohne euch wären wir verloren gewesen und die Maorme hätten unsere Geheimnisse erfahren. Diese Rettung bringt eurem Namen große Ehre, meine Freundin. Möge Auriel euch führen. Die Ehre. Jodes Tasche hätten wir dann damit abgeschlossen. Ja, gut. Ein weiteres großes Gebiet an der Küste erledigt. Frage ist, gehe ich jetzt nach unten oder gehe ich nach oben? Wir haben schon 2 Quests, die nach unten führen. Malaste befindet sich an Bandari Handelsposten. Ist mittlerweile auch eine gelbe Quest. Ach. Ich kriege die Karte nie bewegt, das ist... Und ich sehe gerade. Es führt kein Weg in die Schnittermark. Kein direkter. Sehe ich das richtig? Denn es ist ja per Zufall, dass ich den Weg hier über. Ja, hier. Habe ich den Weg hier gefunden. Oder war es rechts? Naja, zumindest habe ich einen Wegposten in der Schnittermark. Ist also gar kein Problem, dahin zu kommen. Ja, ist die Frage, wo gehe ich als nächstes hin? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir folgen den Weg einfach nach unten und ich mache jetzt meine ganzen Bücher weg.
man ja doch nerven. Habe ich irgendwelche Himmelsscherben übersehen? Hier auf jeden Fall. Und hier? Oh ja, eine ganze Menge. Und hier? Mir fehlen noch gänzlich überall Himmelsscherben. Das ist doch nicht zu fassen. Ich glaube, wir müssen dringend mal eine Himmelsscherbenfolge machen. Das ist auch der Grund, warum ich hier Probleme habe mit dem Dingsenbumsen. Gut. Dann, ach, das werde ich als nächstes erkunden oder entdecken. Und dann in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dann.